Schlag kann entscheidend sein. Allerdings muss er über sich hinauswachsen. Er muss genau am Fahrplan seines Trainers Ulen Barcher festhalten. Er muss wirklich alles geben. Er muss über den Willen kommen, glaube ich, weil Ole Afolabi ist einfach ein ausgebuffter alter Hund. Er war Weltmeister, hat Top-Leute ausgenockt. Und er muss wirklich alles geben, um hier zu bestehen. Vielleicht schafft er die Situation. Herr Lex hat gesagt, er wollte keinen leichten Gegner, er will einen schweren. Den hat er hier heute und ich glaube, er braucht eure und ihre Unterstützung hier, damit er die Sensation oder die Überraschung, sag ich mal, schaffen kann. In dem Sinne, wir freuen uns, Ingo. Ich würde sagen, du holst die Jungs ran und dann geht's hier los im Ring. So machen wir es. Danke, Uli. Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, wir kommen zum Hauptkampf des heutigen Abends. 1200 IBO International Championship und WBO European Championship. Bitte begrüßen Sie auf dem Weg in die blaue Ecke. Hier kommt der Ex-Weltmeister, Ole Afolabi. Yeah.
Meine Damen und Herren, bitte erheben Sie von den Plätzen die Nationalhymne. Zuerst die Nationalhymne Großbritanniens, performt von Dave Kaufmann. God save our gracious Queen, long live our noble Queen. God save the Queen. Send her victorious, happy and glorious love to reign over us. God save the Queen. Und nun, meine Damen und Herren, die Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland, performt von Saskia Lepin.